Der Löwe hat keine natürlichen Feinde und erwachsene, gesunde Tiere haben wenig zu fürchten von anderen Tieren. Jedoch kann ein wütender Elefant es schon mal schaffen, auch einen Löwen zu vertreiben. Ansonsten kann ihnen nur der Mensch wirklich gefährlich werden. In Namibia sind wildlebende Löwenrudel nur noch im Etosha-Nationalpark und in den angrenzenden Landstrichen um diesen Nationalpark zu finden. Wüstenlöwen sind sicher die geheimnisvollsten Raubkatzen der Welt. Jahrhundertelang durchstreiften die Tiere die einsamen Dünenlandschaften und die schroffen Bergregionen entlang der Sklet Coast Namibias. Unterwegs Richtung Namotoni können wir mit hoher Spannung miterleben, wie die Hierarchie der Löwenfamilie beim Fressen geregelt ist. Streitereien um das beste Fleisch sind normal. Doch der Löwenboss zeigt ständig seine Stärke und Dominanz durch Gebrüll und Tatzenhiebe gegenüber den jungen Löwen. Wenn dem Löwenboss das Gerangel zu viel wird,
kann auch der Tatzenhieb etwas kräftiger ausfallen. Die Unterwürfigkeit wird sofort gezeigt und der Trost von den Geschwistern stärkt das Miteinander. Nachdem das Löwenrudel gefressen hat, beginnt das Saubermachen und dafür lässt sich der Löwe sehr viel Zeit.